Das mysteriöse und geheimnisvolle Labs wird von vielen Spielern gemieden, obwohl es eine sehr, sehr gute Map ist mit vielen Möglichkeiten. Und es sind nicht nur ultra dicke Boys drauf. Man trifft so gut wie alles, kann eine Menge Spaß drauf haben und natürlich auch jede Menge Geld und Erfahrungspunkte machen auf der Map. Aber im Gegensatz zu anderen Karten ist sie relativ schwer zu lernen, denn die Eintrittskosten sind halt doch relativ hoch. Und deswegen das Video hier. Mir ist bewusst, dass es sehr, sehr lang ist, aber vertraut mir, es ist eure Zeit wert. Denn in diesem Guide sind die Erfahrungen und Ideen von sehr vielen Leuten mit eingeflossen, mit dem Ziel, dass ihr nach diesem Video Labs selbstständig und selbstsicher spielen könnt. Zuerst schauen wir uns dabei die Map an, dann reden wir über PvP und dann über Raider. Und by the way, das ist ohne Musik, weil ich habe keinen Track, der so lange anhält. Und zu der Map fangen wir an am Ende des allerersten Ganges. Hier haben wir zu unserer Rechten direkt eine Tür, keine Ahnung, was da drauf steht. Und diesen Rahmen bezeichnet man als Switchboard. Hierbei Vorsicht, über euch ist ein Loch, wo man runterschießen kann. Und auf der anderen Seite diagonal zu der Tür ist der erste Schalter, den ihr anmachen könnt. Und dieser aktiviert den Fahrstuhl direkt neben euch. Schauen wir gleich an. Wenn ihr also wieder aus dem Raum rausgeht, haben wir zum einen links eine Tür, die kann man nicht öffnen oder schließen, obwohl es in vielen Karten eingezeichnet ist. Dann haben wir rechts den ersten Verbindungstunnel, die schauen wir uns später an. Ein bisschen weiter in den Gang rein haben wir zu rechten das Treppenhaus. Schauen wir auch noch an, keine Sorge. Wir bleiben jetzt erstmal auf der Ebene. Und dann haben wir zu unserer Linken diesen Lift. Den haben wir gerade aktiviert mit dem Schalter und das ist tatsächlich ein Exit. Denn jetzt könnt ihr den Lift rufen, das macht eine Menge Lärm, also die Leute über euch werden das hören. Und sobald der Fahrstuhl bei euch unten ankommt, gehen die Türen auf, ihr könnt reingehen, auf den Knopf drücken, dann schließen sich die Türen und ihr extractet aus Labs. Ihr habt also jetzt gerade den ersten Exit schon gefunden, ziemlich simpel, ziemlich straightforward. Denkt aber dran, wenn ihr Exits aktiviert auf Labs, spawnt das in der Regel Raider rein. Die sind dann meistens in Dreiergruppen unterwegs und begeben sich normalerweise in die Nähe von dem Exit, den ihr gerade aktiviert habt. Aber zum Thema Raider kommen wir später ebenfalls noch. Dann weiter den Gang entlang haben wir zu rechten eine weitere Tür und die führt uns zum Notstromversorgungsraum. Hier ist loot-technisch wirklich viel Interessantes, ein bisschen Loose Loot, aber zu rechten haben wir diesen Raum im Käfig drinne und hier haben wir einen weiteren Schalter wie der eben gerade, der ebenfalls einen Fahrstuhl aktiviert. Und sonst ist in diesem Raum wirklich nichts Interessantes, eine Toolbox, ein bisschen Loose Loot und Verbindung zum hinteren Gang, den schauen wir uns später noch an. Aber zurück in unseren ersten Hauptgang. Wenn wir hier weitergehen, erreichen wir den ersten Zwischenraum, der wieder ein Verbindungsstück bildet zum hinteren Gang. Eben den schauen wir uns gleich an, keine Sorge. Und wenn wir hier weitergehen, sehen wir diesen großen, fetten Aufzug. Den kann man von hier nicht bedienen, der ist verschlossen. Aber das ist der Aufzug, den wir gerade aktiviert haben. Die Tür dafür ist jedoch zwei Stockwerke über uns. Und gleich wie vorhin schon, das Aktivieren dieses Fahrstuhls kann Raider reinspawnen lassen. Ja, dieser Gang ist allgemein sehr, sehr beliebt für Fights gegen Raider, PvP. Also checkt hier auf jeden Fall immer mal die Ecken, bevor ihr da einfach lang rennt. Dann gehen wir zur Rückseite des eben angesprochenen Ganges. Und hier mal ein kurzes Kompliment an die Techniker. Ich wünschte, mein Cable Management würde so schön aussehen. Dann in dem Käfigraum zu eurer Linken ist der nächste Exit. Dieser Exit ist immer offen, die einzige Bedingung, ihr dürft keinen Rucksack anhaben. Heißt, wenn ihr nur für eine Mission auf Labs seid, dann kann es tatsächlich Sinn machen, diesen Exit zu verwenden, wobei es gibt noch einen besseren für Missionen, der ein bisschen weniger umkämpft ist, weil hier sind oftmals Raider oder Spieler unterwegs. Aber je nach Situation, kurz hinrennen und raus seid ihr. Dann weiter den Gang entlang haben wir zur Rechten wieder das Verbindungsstück und weiter hinten landen dann wieder beim Notstromversorgungsraum. Wenn wir den Gang jetzt aber weitergehen, es ist relativ dunkel hier drin, also Taschenlampe ist empfohlen, landen wir in einem dieser Tunnels. Und von diesem Tunnel gibt es im Grunde zwei Stück. Links und rechts und in der Mitte ist der Hauptkorridor. Wir sind jetzt in einem linken Tunnel, das bedeutet, zu unserer Linken ist jeweils immer eine Sackgasse und zur Rechten das Verbindungsstück zu dem Hauptkorridor in der Mitte. Von diesen Konnektoren gibt es zwei Stück und links findet ihr meistens irgendeine Art Loot. Wie gesagt, rechts Verbindung zum Hauptkorridor. Dann aus diesem Tunnel raus landen wir in einem neuen Bereich und der ist am Anfang sehr, sehr verwirrend. Aber was ihr müssen müsst, denn einen Bereich braucht ihr nicht und könnt ihr getrost ignorieren. Nämlich, wenn ihr da die linke Tür nehmt, landen wir in dem Heizungsraum. Jetzt, das Ding ist, dieser Heizungsraum führt uns direkt in den nächsten Hauptgang. Und das Lustige jetzt ist, wenn wir da nach rechts gehen, sehen wir, das ist der Gang, aus dem wir gerade herkommen. Es heißt, durch den Heizungsraum müssen wir nie gehen, es führt zu nichts, es hat da nicht guten Loot, also können wir den Bereich aber getrost vergessen.
Ich versuche das ein bisschen einzugrenzen, was ihr wissen müsst, denn Labs ist relativ groß und das alles so mal ins Gehirn reinzuzimmern, ist relativ schwierig. Darum, wenn wir das irgendwie ein bisschen reduzieren können, auf jeden Fall gut. Und für den Anfang braucht ihr das nicht zu wissen mit dem Heizungsraum. Bevor wir jetzt aber in den oberen Hauptkorridor weiterschauen, gucken wir uns auch die rechte Seite an, denn es gibt so einen Verbindungstunnel links und rechts, der auf der rechten Seite beginnt, direkt neben dem Switchboard-Raum. Und wieder genau gleich, wir haben auf der rechten Seite, auf der Außenseite haben wir solche Taschen, wo Loose Loot rumliegen kann. Und jetzt hier ist ein bisschen anders, und zwar haben wir hier zur rechten noch eine Tür. Diese Tür führt uns zum Abwasserkanal. Und wenn wir diesem Kanal jetzt folgen, gelangen wir zu einem der angenehmsten Exits auf Labs. Wenn ihr nur eine Mission machen wollt oder irgendwie tägliche Missionen habt, ihr müsst auf Labs überleben dergleichen, ist das ein super Ort. Denn hier habt ihr so gut wie nie PvP und Raider sind hier auch nie. Weil ihr könnt einfach kurz hier den Schalter umlegen, warten bis das Wasser abläuft, dauert ein bisschen und danach könnt ihr euch in die Ecke stellen und extracted. Ist einer der angenehmsten Exits, wenn es ein bisschen brenzlig wird. Wenn wir diesen Kanal jetzt wieder zurücklaufen, ist es genau gleich wie beim Tunnel links. Wir können einfach gerade hochgehen. Links haben wir immer Konnektoren zum mittleren Korridor. Ganz oben angekommen sind wir wieder in dem oberen Hauptbereich. Und wir sehen hier sogar die Stelle, wo wir vorhin auf der linken Seite rausgekommen sind. Die ist nämlich einfach gegenüber. Jetzt auf der rechten Seite gibt es auch Räume, die ihr im Grunde nicht kennen müsst. Das sind einfach nur Verbindungsräume, haben eigentlich kein Loot drin, sind nicht weiter relevant, keine Interaktionsmöglichkeiten wie Knöpfe, Schalter und dergleichen. Sie verbinden einfach die Gänge dazwischen. Heißt, muss man auch nicht unbedingt wissen. Und wenn ihr euch mal verirrt, einfach ganz nach außen gehen, entweder in den Tunnel oder ins Abwassersystem, dann findet ihr euch sehr schnell wieder zurecht. Aber gehen wir wieder zurück in den rechten Tunnel ganz unten, bevor wir Richtung Abwassersystem gelaufen sind. Und wenn wir jetzt hier nach links gehen, landen wir in dem mittleren Hauptkorridor. Und der verbindet eigentlich alles, was wir eben gerade gesehen haben. Und die ganzen Türen auf der Seite führen eben in dieses Tunnelsystem, wo wir eben gerade drin waren. Es hat auch überall Karten auf Labs, by the way, und die sind sehr, sehr gut. Ich finde die sehr übersichtlich. Ihr seht, wo ihr seid. Ihr seht einen sehr guten Grundriss von der Karte. Und das kann euch wirklich helfen, wenn ihr euch mal komplett verliert und gerade keine Map öffnen könnt oder dergleichen. Dann auf jeden Fall schaut auf diese Karten. Dann den Korridor hochgerannt, landen wir zwischen den zwei Orten, wo wir eben gerade waren. Einmal sind wir links rausgekommen, einmal rechts und jetzt sind wir genau dazwischen. Das ist immer wieder einfach ein gerader Gang. Und hier drinnen haben wir drei wichtige Orte. Das ist zum einen in der Mitte vorne die Aufzüge. Denn wenn wir die Aufzüge anschauen und dann nach links laufen, haben wir wieder einen Schalter. Der aktiviert die Aufzüge auf der rechten Seite. Die linken sind aus irgendeinem Grund kaputt. Und das ist wieder ein Exit. Genau gleich wie beim ersten auch. Aktivieren, warten bis er kommt, reinstehen, Knopf drücken und seid raus. Dafür ist dieser Schalter da. Und wie auch davor, das kann Raider spawnen. Dann neben diesem Schalter ist eine Treppe nach oben. Da kommt ihr erst in den Zwischenraum. Und direkt gegenüber liegt der berühmt-berüchtigte Raum der Red Keycard. Schauen wir uns später auch noch an, keine Sorge. Dann bei den Aufzügen könnt ihr auch bei der anderen Seite runterrennen und kommt wieder in diesen Hauptkorridor. Und hier auf der rechten Seite, von der Map aus gesehen, landen wir wieder an der Treppe. Und hierbei landen wir an einem Verbindungsstück. Etwa über uns ist jetzt gerade wieder dieser rote Labs Keycard Raum. Aber keine Sorge, wir schauen uns die obere Etage gleich an. Aber um das untere noch abzuschließen, das ist im Grunde alles, was ihr wissen müsst zu der unteren Etage, damit ihr euch hier zurechtfindet, die Exits kennt und so weiter. Jetzt auf vielen Karten sind Räume eingezeichnet, die gar nicht begehbar sind. Also lasst euch davon nicht verwirren. Vielleicht kommen dir irgendwann, einige sind halt Schächte für Aufzüge und dergleichen in oberen Etagen. Also aber nicht verwirren lassen. Die untere Etage ist auch, was Loot angeht, nicht gerade interessant. Deswegen gehen wir jetzt ein Stockwerk höher und wir starten am gleichen Punkt, wo wir eben waren, im Untergeschoss und gehen jetzt ins Treppenhaus, was wir vorhin schon gesehen haben. Jetzt, man kann hier tatsächlich bis ganz nach oben, aber die Türen sind geschlossen, außer die drei für die drei Stockwerke. Dann gehen wir beim ersten Stockwerk raus und das kann sehr, sehr überwältigend sein, gerade wenn ihr die Karte seht. Er sieht riesig aus, keine Sorge, wir werden alles sauber auseinandernehmen, damit ihr die Map versteht und euch wirklich auch zurechtfindet. Keine Sorge, es kommt nach und nach. Jetzt zu unserer linken oder hinter uns, je nachdem, ist das Serverroom. Den schauen wir uns später noch genau an, aber nur, dass ihr die Stelle kurz kennt, weil wir schauen uns gleich einen Connector an. Dann haben wir wieder einen langen Hauptgang, der ist genau über dem Gang, den wir vorhin gerade hatten. Und hier zu rechten ist der erste größere Keycard-Raum, denn gleich gegenüber ist der Raum für die schwarze Keycard.
Hier drin an Loot finden man immer Stims, die rumliegen, manchmal sogar ein Ledex. Ja. Also er lohnt sich mit der Zeit auf jeden Fall. Seid aber ein bisschen auf der Hut, denn diese Scheiben sind nicht kugelsicher. Dann aus dem Black raus auf dem Gang haben wir auf der rechten Seite eine weitere Tür und die verbindet den Serverraum, den wir eben gerade angeschaut haben. Also auch hier vorsichtig, man erreicht den Gang oder den Serverraum über zwei Wege, schon nur auf dieser Etage, auf dieser Seite. Für den Black gibt es auch noch den hinteren Eingang, also wirklich lasst euch hier drinnen nicht fangen, denn hier wieder lebendig rauszukommen ist sehr, sehr schwierig. Dann zurück runter in den Hauptgang haben wir zum einen diese wunderschöne Fehlermeldung, keine Ahnung, was da sonst normalerweise steht. Und dann diesen Gang entlang, hier ist nicht viel Interessantes zu sehen. Vorbei an diesem Zelt, hier einfach wieder wichtig zu wissen, einerseits zu der rechten geht es ins Offene, also ein bisschen vorsichtig, wenn ihr da vorbeilauft, gerade wenn Raider gespawnt sind. Und dieses Zelt ist ebenfalls nicht kugelsicher. Versteckt euch auf keinen Fall hinter dem Zelt, das machen immer wieder Leute, weil sie denken, sie sind dann Sicherheit. Das hält nichts auf. Dann weiter den Gang entlang haben wir den nächsten Keycard Room. Und diesmal die blaue Keycard. Jetzt, ich persönlich habe die nicht und ich kenne niemanden, der die hat, weil sie sich in der Regel einfach nicht lohnt. Es gibt einen guten Spawn, wo man Ledex spawnen kann. Das war's. Dieser Raum in dem Wipe auf jeden Fall nicht wert. Vielleicht im nächsten. Mal schauen. Aber was ganz wichtig ist, hinten auf dem Tisch kann eine Green Keycard spawnen. Also hier würde ich auf jeden Fall immer hinschauen. Sie ist sehr, sehr selten da, aber wenn sie da ist, haben die gerade sehr, 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 sehr viel Geld gemacht. Und gegenüber von dem Raum sehen wir wieder diesen großen Aufzug. Das ist wieder der Warenlift, den wir unten aktiviert haben. Aber auch hier können wir den nicht betätigen, sondern erst ganz oben. Am Ende des Ganges ist dann zu Recht nochmal ein Zelt. Das verbindet auch den Gang zum nächsten Raum und führt dann ultimativ in Richtung Garage. Schauen wir uns auch noch an, keine Sorge. Aber erst schauen wir uns mal ein bisschen die Mitte an. Die ist etwas mysteriös und wirkt auf den ersten Blick so krass unübersichtlich, dass man als neuer Spieler da gar nicht erst in die Nähe gehen möchte. Ich habe das auch erlebt, keine Sorge. Aber es gibt ein paar Anhaltspunkte, die da wirklich helfen. Aber zuerst haben wir hier zu rechten noch so einen Büroraum. Von denen haben wir dann oben auch noch einige. Und diese Räume sind immer etwa gleich aufgebaut. Man hat Computer. Auf den Tischen kann Loose Loot spawnen. Auch teilweise sehr, sehr gute Sachen. Auch Keys, auch Valuables und dergleichen. Also immer Auge offen halten, wenn ihr in diesen Räumen drin seid. Auch Waffenkisten sind nicht ungewöhnlich. Viele von diesen Räumen haben dann auch noch ein Tresor. Also die lohnen sich schon. Wenn man die wirklich ordentlich durchgeht, kann man sehr, sehr viel Geld machen. Und dann, bevor wir weitergehen, schauen wir uns mal ein bisschen die Mitte an. Und hier würde ich mich an zwei Punkten orientieren. Das ist zum einen diese Kuppe, die orange. Dann wisst ihr, dass ihr auf der linken Seite der Map seid. So vorausgesetzt, ihr habt die Map natürlich so rotiert, wie ich sie jetzt habe, aber so wird sie normalerweise dargestellt. Oder ihr könnt auch sagen, ihr seid auf der Garagenseite. Und hier liegt überall Loose Loot rum. Sehr, sehr gute Sachen, gerade Electronics, sehr wertvolle Valuables, Streamer-Items und so weiter. Liegt hier massenhaft rum. Problem ist, es ist extrem offen. Raider sind hier nicht selten unterwegs. Und Problem ist halt wieder, die sehen durch Büsche, durch das ganze Gestrüpp, was hier ist, sehen die überall durch. Und ihr werdet Mühe haben, die zu erkennen. Also es kann sehr, sehr, sehr gefährlich sein, hier in der Mitte rumzulaufen. Ich würde es nicht empfehlen, oder zumindest erst gegen Ende, auf keinen Fall hier am Anfang einfach rumdackeln. Das könnte mit einem Unlucky Headshot enden. Aber eben, merkt euch einfach, gelbe Kuppe, linke Seite. Und hier haben wir in der Mitte eine Treppe, die runterführt und die bildet im Grunde das Verbindungsstück zu dem mittleren Korridor, den wir eben hatten. Denn wir können hier in diesem Central Discharge Collector, heißt der Raum, aber Zentralladungssammler klingt auch nicht besser. Denkt euch irgendeinen Gang-Namen aus. Der verbindet im Grunde eine weitere Treppe, beide führen nach oben, einfach linke und rechte Seite. Und in der Mitte führt es uns wieder zu dem mittleren Korridor. Heißt also, ihr kommt vom mittleren Korridor direkt in den mittleren Bereich des ersten Stockwerks, falls ihr da ganz sneaky kurz raus wollt, ein bisschen was einsammeln und dann wieder abtauchen. Jetzt, wenn wir auf der anderen Seite hochgehen, also auf der anderen Treppe, landen wir einfach ein paar Meter nebendran. Es geht einfach unterirdisch so ein paar Meter auseinander und das war's im Grunde schon. Auf der anderen Seite haben wir so ein bisschen die Robotnik, wenn man so möchte. Ich denke, so erkennt man das am schnellsten an der Unterscheidung. Hier liegen überall Roboterarme und dergleichen, was wir im Zelt nicht hatten. Außerdem steht hier dieser rechteckige Kasten und damit erkennt ihr, okay, jetzt bin ich auf der rechten Seite. Und diesen Kasten kann man übrigens öffnen, dafür braucht ihr den Arsenal-Key. Und da sind, wie man erwarten würde, Waffen, Attachments und dergleichen drin, also teilweise Munition. Aber irgendwie gefühlt selten was Gutes. Und ja, dann zurück an den Anfang, wo wir eben waren. Das ist so die Mitte.
Ich würde nicht allzu viel Zeit darin verbringen, es ist sehr, sehr gefährlich. Aber einfach, dass ihr so wisst, was es ist, wie man sich orientieren kann, plus minus. Und dann machen wir jetzt weiter Richtung Garage. Denn wenn wir jetzt hier durchlaufen an den angesprochenen Gang von eben schon, ist wieder einfach nur ein Verbindungsgang, aber führt uns zu der jetzt schon ein paar Mal angesprochenen Garage. Jetzt in der Garage selber ist wieder ein bisschen Loot verteilt, wie üblicherweise auf Labs. Eigentlich überall ist etwa gleichmäßig ein bisschen Loot verteilt. Ihr findet überall was, außer natürlich in den abgeschlossenen Räumen, das ist dann sehr, sehr konzentriert. Aber auch eben in der Garage, checkt auf jeden Fall die Autos, checkt die Sitze, da können die Valuables und dergleichen spawnen, auch die Koffer und so weiter. Einmal ein bisschen aufpassen wegen oben, da sind Scheiben, da kann man durchgucken. Und wegen des Sound eben im Tarkov kann es halt wirklich sein, dass jemand oben gerade komplett ham geht und da links und rechts durchrennt und die hört einfach gar nichts. Also ein bisschen vorsichtig sein. Und die Treppen, die das verbinden, sind diese zwei Holztreppen links und rechts. Und da kommt man einfach auf der anderen Seite wieder hoch. Ich will auf die obere Etage noch nicht zu sehr eingehen, aber ganz kurz, weil es einfach dazu gehört, zu der Garage ist hier oben der erste Kontrollraum in dem Sinne. Und wenn der Exit aktiviert ist, das ist zufällig, ob man die öffnen kann oder nicht, kann man hier das Garagentor öffnen. Das kann Raider spawnen, die können teilweise sogar hinter dem Tor spawnen und dann reinkommen. Also auf jeden Fall vorsichtig sein, macht auch eine Menge Lärm. Außerdem habt ihr hier ein bisschen Valuables im Raum und ja, das war's. Da gehen wir wieder runter und gehen weiter nach oben in den nächsten Verbindungsgang. Zum einen haben wir hier eine Treppe nach unten und die führt uns, ihr kennt es schon, in den oberen Hauptkorridor, den wir eben vorhin angeschaut haben. Neben dem Bereich, wo ich gesagt habe, ne, Tür zu, ignorieren, dein Heizungsraum, nicht weiter wichtig. Hier kommt ihr raus. Aber gehen wir wieder hoch, den Verbindungsgang entlang. Und hier ist ganz witzig, ich weiß nicht warum, aber man kann Raider tatsächlich in diese Wand buggen, wenn sie hinter dieser Tür hier in Deckung gehen wollen. Keine Ahnung warum, ist ganz lustig zuzusehen. Aber ja, gehen wir dann gern weiter. Und jetzt kommen wir in den offenen Bereich kurz vor dem Red Room. Also wenn ihr dicke Boys antrefft, dann höchstwahrscheinlich hier in der Gegend. Denn hier oben sind eben genau diese ultra wertvollen Räume, worum die sich dann meistens käbbeln. Gleich darunter ist noch so eine Art Umkleideraum. Hier eigentlich nicht weiter wichtig, außer der Safe, die Tasche und die Sporttasche da. Davor sind Tresen auch nicht weiter interessant, außer dass hier oben Loose Loot spawnen kann. Also werf kurz einen Blick drauf. Und wie es sich zu einer Umkleide gehört, haben wir direkt daneben ein Gym. Das schauen wir uns gleich an. Erst noch ganz kurz nochmal eben, hier ist noch eine Treppe. Da kommen wir wieder auf der anderen Seite raus. Eben, das war der Kontrollraum für die Garage gleich gegenüber. Es ist alles also relativ nah beieinander und verbunden. Mit der Zeit erkennt man das dann relativ schnell. Außerdem haben wir wieder so einen Verbindungsraum. Die sind auf der Karte übrigens weiß, wenn die einfach nur zur Verbindung dienen. Und hier haben wir zur Rechten gleich nochmal eine Treppe. Und wenn wir hier runtergehen, landen wir wieder in einem bereits bekannten Bereich, nämlich dem Hauptkorridor. Aber diesmal die rechte Seite, wenn wir den Abfluss entlang laufen. Also zurück hoch. Und dieser Verbindungskorridor bringt uns jetzt zum einen eben am Gym vorbei. Zum anderen auch wieder in den offenen Bereich, in dem wir eben gerade waren. Und wieder dieser rechteckige Kasten da, das Waffentesträumchen. Wir wissen, okay, Waffentestraum, rechte Seite, die Kuppe, linke Seite. Damit wissen wir auch direkt wieder, wo wir sind. Nochmal zurück, dann den Gang entlang hier in den offenen Bereich. Und dieser offene Bereich ist absolute Pleite. Würde ich mich auf keinen Fall aufhalten dazwischen. Gerade mit dem Grünzeug, weil die Raider sehen dadurch sehr, sehr gefährlich da zu stehen. Loot hat es kein, bis auf eine Tasche, die drin ist. Also lohnt sich auf keinen Fall. Die ist echt gar nichts, was sich lohnen würde, das Risiko auf sich zu nehmen. Beim Gym ähnlich, ist auch nichts Interessantes, außer dieser Hocker neben dem Getränkeautomaten, da kann Kito spawnen. Eben ansonsten können wir den mittleren Bereich getrost vergessen. Dann zurück in den Connector. Wenn wir den jetzt zu Ende gehen, dann landen wir im Hangar. Im Hangar verteilt sich überall Toolboxen, Loose Loot und dergleichen, was halt irgendwie zu so einem Werkzeughangar gehört. Und auch ein bisschen Waffenattachment, weil es ist nun mal Labs. Aber das Wichtigste hierbei ist, wenn wir hochgehen, haben wir hier wieder so einen kleinen Kontrollraum. Und hier haben wir wieder die Chance, einen Exit zu öffnen. Wie davon auch schon, es ist nicht garantiert, dass er offen ist. Wie auch andere Exits auf anderen Maps, die zufällig offen oder zu sein können. Aber wenn ihr ihn aktiviert, da geht auch hier das Tor auf. Raider können spawnen und ihr könntet auch hier extracten, indem ihr einfach dann tief in das Tor reinlauft. Außerdem sind in dem Raum ein paar Valuables, wie gewohnt auf Labs, eben wieder Loose Loot und das wäre damit der Hangar. Jetzt haben wir nur noch einen Bereich vor uns, dann haben wir die zweite Etage auch schon komplett durch. Und das ist hier hinten der hintere Warenbereich. Hier gibt es eigentlich nichts Spannendes, außer die Treppe nach oben.
denn das bringt uns in den Kontrollraum für den Serverraum. Und hier liegt ein Haufen Stuff rum, was sehr, sehr interessant sein könnte. Gerade auf den Tischen. Achtet auf jeden Fall auf den Tresen hier. Hier kann Key spawnen und sonst ein paar Kisten und Computer. Also kann sich schon lohnen, der Raum. Einmal Vorsicht, hier sind sehr, sehr gerne Spieler unterwegs wegen der Verbindung zum Hangar. Dann wieder nach unten sind wir wieder im Serverraum. Ihr erkennt es wieder von Anfang. Und wenn wir durch den Serverraum durchrennen, haben wir auf der rechten Seite wieder den Black Keycard Raum und zur linken den Hauptkorridor. Das einzige Wichtige, was man zum Serverraum noch wissen muss, ist, dass er etwa in der Mitte dieses Loch im Boden hat. Und hier kann man tatsächlich runterjumpen, ohne sich die Beine zu brechen. Ihr müsst dafür nur in Richtung des gelben Schildes rennen, denn damit landet euer Fuß ganz kurz auf der Treppe unten und ihr fallt sozusagen zweimal, aber beide Male nicht hoch genug, damit ihr was brechen würdet. Und so kommt ihr also runter und seid dann wieder im Switchboard-Raum. Ja, und das wäre dann schon die erste Etage von Labs. Jetzt bleibt nur noch die zweite. Und auch hier starten wir dann am gleichen Punkt, wenn wir beim Treppenhaus hochkommen, am Ende des Korridors hier. Wenn wir hier direkt rechts abbiegen in den ersten Gang, haben wir hier zu rechten den Sanitarraum. Den braucht man auch für eine Mission. Dafür braucht ihr die Karte mit der blauen Markierung. Hier sind haufenweise Heals drin. Kann sich lohnen, kann sich nicht lohnen, ist ein bisschen zufällig. Und gegenüber haben wir den Raum mit der grünen Keycard. Und der lohnt sich auf jeden Fall. Da ist überall Loose Loot verteilt, eine Waffe kann da liegen, Waffe-Attachments, aber auch haufenweise Valuables im ersten Kontrollraum. Also mit dem Raum macht ihr einen Haufen Geld, wenn ihr da ein bisschen regelmäßiger Lab spielt. Der Gang führt dann weiter in den offenen Bereich, den schauen wir uns aber gleich an. Zuerst führen wir noch den Gang zu Ende. Dann, wenn wir hier weiter rennen, zum einen, was vielleicht noch wichtig ist, ist dieser Tisch. Da kann hier drauf spawnen, also wenn es ein bisschen brenzlig wird, kurz den Tisch checken. Vielleicht kann euch das Leben retten. Dann rechts haben wir diese Krankenstation. Hier ist einfach ein Haufen Loose Loot drin, eine Box. Also da ist selten was Gutes drin. Aber wie gesagt, wenn man in einer brenzligen Situation ist und unbedingt Heal braucht, kann man auch den Raum kurz checken. Das kann sich lohnen. Und jetzt haben wir hier endlich den berühmt-berüchtigten Warenaufzug. Ihr erinnert euch, der zweite Schalter, den wir aktiviert haben, in einem Raum mit der Notstromversorgung, der aktiviert diesen Fahrstuhl und sobald der Schalter umgelegt ist, können wir hier den Fahrstuhl rufen, reinstehen und extracten. Gegenüber von einem Warenlift sind noch ein paar kleinere Räume, aber die meisten sind einfach nicht wirklich einen Besuch wert. Eben wieder Loose Loot, vielleicht, wenn man ein bisschen Glück hat. Auch in den Umkleiden ist nicht viel los. Das Einzige, die duschen tatsächlich. Irgendjemand scheint gerne mit Waffen-Attachments zu duschen. Keine Ahnung, was da los ist. Und manchmal liegt sogar eine Seife rum. Dann auf der linken Seite am Ende des Korridors haben wir wieder dieses Treppenhaus. Das führt euch zum einen an einen Stock nach unten und auch ganz nach unten. Beide Male zum Ende des Ganges, die wir eben gerade angeschaut haben. Also auch hier nichts Besonderes. Dann sprinten wir mal zurück durch den Gang ins Offene. Und hier am Anfang schon angesprochen mit den Offices oder Büroräumen. Die sind sehr lukrativ und ihr findet die hier auf der linken Seite zwei Stück. Da kann überall Loose Loot rumliegen. Es gibt Tresore. Also ein Tresor pro Office in der Regel. Und checkt auf jeden Fall auch die Arbeitsplätze. Neben den Tastaturen können Key spawnen oder sogar Keycards, wenn ihr Glück habt. Und die einzige Besonderheit beim Raum gegenüber ist, dass es da noch einen Konferenzraum hat. Also da unbedingt immer kurz auf den Konferenzraum gucken. Denn da kann auch wieder ein Key oder eine Keycard spawnen. Also das lohnt sich da auf jeden Fall immer raufzuschauen. Ansonsten ähnlich Loose Loot, Computer und so weiter. Der letzte interessante Punkt in dem Bereich ist dieses Büro oder den Konferenzraum in der Mitte tatsächlich. Der ist sehr, sehr speziell, denn ja, er ist sehr ästhetisch, aber ist auch eine absolute Todesfalle, denn das Glas ist wie immer nicht kugelsicher. Wenn ihr da reingeht und jemand sieht euch, seid ihr höchstwahrscheinlich tot. Am Konferenzraum kann was spawnen, in den Büroräumen hinten kann was spawnen, dafür braucht ihr aber den Manager-Key. Aber die Gegend hier ist sehr lukrativ, also vor das Keys, Keycards, Valuables, da kann eine Menge guter Stuff spawnen, aber es ist extrem riskant, also eben überlegt es euch gut. Dann gehen wir in den zweiten Bereich, Richtung Garage, Red Room und so weiter. Und anfangen tun wir mit dem Raum ganz links, dafür brauchen wir die Yellow Keycard. Und die einzige Funktion von dem Raum ist im Grunde, dass wir diesen Announcer abschalten können. Weil jedes Mal, wenn wir einen Exit öffnen, geht über die Sprechanlage eine große Ansage raus und jeder weiß, welchen Exit wir gerade aktiviert haben. By the way, hier sind die Ansagen für die verschiedenen Exits. Okay.
Внимание персоналу! Лифты в секторе О введены в строй. Внимание охране! Несанкционированные действия в секторе Y-11. Внимание охране! Несанкционированные действия в секторе B-11. Jetzt wisst ihr ja relativ genau, welche Exit gerade angemacht wurde, wenn ihr einer dieser Durchsagen hört. Und diese Durchsagen kann man im Raum eben deaktivieren, abgesehen von ein bisschen Loot natürlich noch. Die Treppen, die wir in der Ecke haben, die kennen wir auch schon, die führen nach unten in die Garage. Wie immer bei den Treppen eben vorsichtig, die Soundebenen machen dieses Gebiet sehr, sehr gefährlich. Außerdem sind die Scheiben wieder nicht kugelsicher, also versucht nicht, euch dahinter zu verstecken, das wird nicht gut ausgehen. Dann gegenüber, den Raum kennen wir ebenfalls schon, eben der aktiviert das Garagentor, wenn der Exit denn offen ist. Also eben, wie ein bisschen valuables und so, den Raum kennen wir schon. Jetzt geht es Richtung Red. Bevor wir aber zum Red gehen, das letzte Büro, was wir noch auf der Liste haben, ist das hier direkt zu der Linken. Wie immer, loose loot, checkt auf jeden Fall den Konferenzraum, schaut auf die Tische, schaut euch hier den Koffer an, die Computer und so weiter. Ich glaube, ihr kennt's mittlerweile. Dann wieder raus und dann zur Rechten ist noch so ein großer Konferenztisch. Und hier aber auf dem Tisch können Valuables spawnen. Auch sehr gerne diese Ophthalmoscopes, wie auch immer man die ausspricht, die spawnen hier sehr häufig. Entweder auf dem Tisch oder in diesen kleinen Holzabstelldinger gleich daneben. Denkt aber wieder dran, die Scheiben sind nicht kugelsicher. Dann gehen wir zu dem berühmt-berüchtigten roten Raum. Wenn wir die Tür öffnen, den ersten Raum, den wir sehen, gegenüber, dafür brauchen wir die Violet Keycard. Und dieser Raum alleine hat bereits sehr viel Loose Loot Kisten, da kann eine Menge drin spawnen, der Raum alleine macht eine Menge Geld. Aber worüber sich alle natürlich streiten, ist der Red Keycard Room. Und das aus gutem Grund, in diesem Raum kann echt sehr viel guter Loot spawnen. Gute Ammo, gute Waffenattachments, valuable Streamer Items, allgemein einen Haufen wertvoller Loose Loot. Also an diesem Raum macht ihr eine Menge Geld, wenn ihr die Keycard habt, denn die ist nicht gerade günstig. Dann sind wir fast durch, dann bleibt nur noch die Kantine. Und hier, im Grunde hier findet ihr einfach nur Essen und Trinken. Heißt, wenn ihr das dringend braucht, ist da auf jeden Fall ein guter Ort, um das zu suchen, auch im Bereich dahinter und im Kühlraum. Ansonsten ist hier nur wieder ein weiterer Connector mit dem Raum, den wir unten schon hatten, mit dem Konferenzraum und dem Gym. In der Connector ist einfach eine Ebene höher, aber verläuft eigentlich genau gleich. Er verbindet euch weiterhin mit der Cafeteria, also die Rückseite, mit dem mittleren Bereich, wo eben rechte Seite, also da ist die rechteckige Waffentestbox direkt unter uns. Die Kuppel ist auf der linken Seite, immer merken. Und es verbindet uns mit einer Treppe direkt mit dem Hangar. Und jetzt haben wir wieder eine ganze Runde gedreht. Und voilà, das ist Labs. Ist gar nicht so kompliziert. Am besten macht ihr mal einen Offline-Raid, lauft die gleiche Strecke ab oder guckt das Video gleichzeitig und lauft die gleiche Strecke ab und sowas, das kann helfen. Aber im Grunde ist die Map eigentlich ziemlich simpel aufgebaut. Die Bereiche unterscheiden sich stark, was es angenehm macht, sich zu orientieren. Anders auf Woods zum Beispiel, wo man einfach nur Bäume sieht. Also mit ein paar Raids werdet ihr euch mehr und mehr zurechtfinden auf der Karte. Und jetzt, wo wir die Map ein bisschen kennen, reden wir über Raider, PvP und allgemein den Raid in Labs. Zuallererst, was soll man da mitbringen? Welche Waffen lohnen sich? Welches Gear? Nun, im Grunde, man kann alles spielen. Das Einzige, was man wissen muss, auf Labs spielen die Leute und die Raider viele sehr, sehr gute Kugeln. Heißt, Rüstung unter Stufe 5 ist so zu Deko. Außer ihr trefft auf einen der Raider, der gerade irgendwie Lagmeter an seiner Vektor hat. Aber sonst, ja. Jetzt, ich spiele Labs zum Beispiel auch gerne mal mit einer Presseweste. Im Grunde, wenn ihr nicht die Creme de la Creme anziehen wollt, was Rüstung und dergleichen angeht, dann kann man sich da auch ein bisschen Geld sparen. Und bei den Waffen ist ähnlich. Es ist eigentlich absolut egal, was ihr spielt. Ihr müsst euch einfach bewusst sein, dass je nach Waffe ein anderer Spielstil angebracht ist. Viele Leute, die Labs spielen und bekannt darauf sind, die spielen gerne Waffen mit großen Scopes und obendrauf noch ein Holo, damit sie sich auf jede Range wehren können. Denn gerade in den kurzen Gängen wollt ihr ein Holo haben, aber im offenen oder gegen Raider ist ein Zoom-Scope halt schon angenehm. Jetzt, ihr müsst natürlich nicht immer so viel Geld ausgeben für keine Ahnung was. Ich habe auch mit einer Stock SKS viel Labs gespielt. Ihr müsst euch einfach bewusst sein, dass wenn ihr eben keinen Raid-Scope habt, auf keinen Fall in der Mitte rumdackeln. Denn wenn Raider euch das spotten oder ein Spieler, könnt ihr euch nicht verteidigen, weil ihr nicht so weit sehen könnt. Hankerum, wenn ihr einen Sniper spielt, würde ich euch nicht empfehlen, unten in den Gang rumzugammeln oder allgemein in kurzen, engen Gängen rumzulaufen.
Also ihr versteht, auf was ich hinaus will. Im Grunde, die Waffe diktiert, wie ihr spielt. Aber ihr könnt alles spielen. Dann das Einzige, was ihr sonst noch braucht, ist eine Labs Keycard. Die muss einfach irgendwo in eurem Inventar sein und wird dann verschwinden, sobald ihr im Raid drin seid. Dann kommen wir zuerst zum Thema Raider. Jetzt, wie ihr gesehen haben, Raider könnt ihr spawnen lassen manuell, indem ihr Exits öffnet. Und meistens kommen die dann auch in die Richtung. Heißt, einmal mal kurz hinlauschen. Normalerweise hört ihr dann nach einer kurzen Zeit die ersten Steps. Wenn ihr den Hangar oder das Garagentor öffnet, dann spawnen die sehr häufig in dem Tor, was ihr gerade öffnet, und laufen dann da raus. Manchmal aber auch in der Gegend und kommen dann langsam in eure Richtung. Und jetzt, Raider sind sehr, sehr stark. Sie haben brutales Aim, kein Recoil und oftmals haben sie echt gute Ammo. Also, die sind ernst zu nehmen, geben dafür aber auch guten Loot und sehr viel Erfahrung. Jetzt, wie töten wir die? Zuerst müssen wir wissen, Raider haben wie zwei Zustände. Sie haben einen Idle-Zustand, da sind sie in einem Art Standby-Modus. Und wenn sie in diesem Modus sind, könnt ihr an ihnen vorbeirennen kurz, ohne dass sie direkt auf euch schießen. Sie werden erst irgendeine Voice-Line raushauen und dann wisst ihr auch, okay, sie haben mich gesehen. Sobald das passiert, wechseln die Raider sozusagen in den Aggro-Modus. Dann sind ihre Waffen in der Regel auch auf euch gerichtet, selbst wenn ihr hinter einer Wand seid oder dergleichen. Und wenn ihr jetzt peekt, wenn ihr jetzt nochmal durchrennt, wenn sie im Aggro-Modus sind, dann fliegen sehr, sehr schnell Kugeln und oftmals sehr präzise. Heißt also, wenn es mal brenzlig ist und ihr ein paar Sekunden Luft braucht, könnt ihr einfach in Deckung gehen, euch eine Zeit lang nicht blicken lassen und dann spannen sich die Raider wieder und gehen wieder in den Standby-Modus. Das gibt euch dann auch beim Peaken eine Sekunde mehr, bevor sie zurückschießen. Richtig mies ist es nur, wenn die Raider sehr weit weg sind und ihr die Voice Lines nicht hört. Denn dann kommen die Kugeln ohne Ankündigung. Also bei Raider sehr, sehr vorsichtig im Offenen. Und jetzt, wie bekämpfen wir sie? Nun, ganz einfach, ihr schießt ihn einfach in den Kopf. Dann danke fürs Zuschauen, wie immer. Ich mache nur Spaß. Nein, klar könnt ihr euch auf euer Aim verlassen, aber das ist sehr riskant. Stattdessen gibt es einfachere Wege. Nun, in Tarkov haben wir den klassischen Peak mit Q und E. Den muss man aber nicht voll durchziehen. Man kann den so stufenlos anpassen, indem ihr Alt drückt und dann Q oder E. Dann nimmt ihr ganz langsam. Und damit könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel die Waffe von dem Raider seht, ganz langsam um die Ecke schauen, nur so viel wie nötig, und dann wird er euch nicht sehen. Ihr seht aber ihn und dann habt ihr alle Zeit der Welt. Ihr solltet euch dabei jedoch optimalerweise an einer Position befinden, wo ihr euch auch zurückziehen könnt. Denn wenn ihr an der gleichen Stelle einmal in Deckung geht, dann kommen dann relativ schnell mal Nades, falls die Raider euch überraschenderweise pushen. Also immer gucken, dass ihr einen Ausweg habt. Aber so könnt ihr die relativ gemütlich machen. Jetzt zum Thema Nades selber, also wenn ihr die benutzen wollt. Die haben Vorteile. Zum einen, wenn ihr eine schmeißt, ihr hört sofort, wo Raider sind, denn die hauen alle Voice Lines raus, sobald eine Nade fliegt. Außerdem bewegen sie sich. Kann gut sein, um sie aus Orten rauszukriegen, wo ihr vielleicht keinen Angle drauf kriegt. Aber die rennen dann einfach wild los. Heißt, wenn ihr eine Nade schmeißt und plötzlich rennen 3-4 Raider in eure Richtung und blöderweise genau hinter eure Deckung, dann habt ihr ein Problem. Also wenn ihr Nade schmeißt, seid ready, seid in der Hocke, seid am Aim, dass wenn die euch unglücklicherweise pushen, dass ihr die ordentlich über den Haufen mähen könnt. Und das ist eigentlich bereits alles. Also dran denken, Raider haben zwei Phasen, ihr könnt die abkühlen lassen, dann schießen nicht direkt. Macht einen langsamen Peak, so einen Leaning Peak mit Alt, Q und E und benutzt Granaten, um sie aus der Deckung zu kriegen. Und während all dem seid ihr hinter irgendeiner Deckung, optimalerweise eine, die euch rechts peeken lässt, und habt irgendeinen Gang oder irgendwas, wo ihr euch zurückziehen könnt, hinter euch. Und dann sind Raider echt kein Problem. Aber Spiel eventuell, was uns zum nächsten Thema bringt. PvP. Jetzt ganz klar, machen wir uns nichts vor, auf Labs sind sehr, sehr gute Spieler unterwegs. Heißt, man kann nicht einen 10-Minuten-Guide gucken und ist plötzlich auf deren Level. Aber es gibt ein paar Dinge, die ihr machen könnt, die euch helfen zu überleben. Oder falls einfach aus dem Weg zu gehen, wenn ihr das dann möchtet. Dann könnt ihr in Ruhe Raider farmen oder Missions machen oder was auch immer. Und zum einen sind das die Raider-Benutzer, über die wir gerade geredet haben. Wenn ihr nämlich so schnell wie möglich so viele Exits wie möglich öffnet, sind überall Raider auf der Map. Das verhindert, dass man sich einfach so bewegen kann, wie man möchte. Denn auch ein dicker Junge mit einem Altin-Helm, wenn der um die Ecke kommt und plötzlich in die Läufe von 4 Raidern reinguckt, ist er tot. Heißt, dann sind alle gezwungen, sich ein bisschen vorsichtiger zu bewegen und ihr hört, wenn die irgendwo auf Raider treffen, das macht in der Regel ein bisschen Lärm, gerade mit Granaten und dergleichen. Heißt, es ist eine Strategie, um die Bewegung von anderen Spielern sehr stark einzugrenzen und damit ihr Informationen kriegt, wo die gerade sind. Was ihr außerdem wissen müsst zu PvP auf Labs, ist, dass die Treppen absoluter Horror sind. Ihr habt Soundebenen in dem Game und wenn ihr drunter seid,
hört ihr das über euch nicht mehr und umgekehrt auch. Und die sind teilweise sehr, sehr drastisch. Also ihr könnt bei einer Treppe wirklich einen Meter nach unten gehen und dann hört ihr den Typen neben euch, der einfach nur einen Meter über euch ist, nicht mehr. Deswegen hockt euch niemals in die Nähe von Treppen, denn ihr werdet nicht hören, wenn unten gerade ein Dreier-Squad angerannt kommt. Ihr hört gar keine Steps und plötzlich sind die dann auf euch drauf. Also niemals in der Nähe von Treppen sitzen. Und zu guter Letzt einer der wichtigsten Tipps auf Labs für PvP. Verharrt nicht in einer Position. Leute, die viel Labs spielen, kennen auch andere Wege, um euch zu flanken. Benutzen dann sehr gerne auch diese Soundebenen, also dass sie halt kurz einen Stock höher gehen, um euch im Laufen und plötzlich von hinten kommen und ihr hört nichts davon. Deswegen mein Tipp, wenn ihr auf jemanden trefft und ihr seht gerade kein Opening, das ihr killen könnt, dann zieht euch erstmal zurück und ändert eure Position. Damit könnt ihr relativ leicht umgehen, dass ihr eben einfach flankiert werdet, ohne dass ihr was hört oder dass eine Nade geflogen kommt, die ihr nicht seht und dergleichen und so fort. Also nochmal Recap, benutzt die Radar, wenn ihr andere Leute ein bisschen einschränken wollt in ihrer Bewegung und um mehr Informationen zu erhalten. Vermeidet es, euch an Orten nahe einer Treppe aufzuhalten und versucht eure Position zu wechseln. Mir ist bewusst, wahrscheinlich habt ihr euch ein bisschen mehr erhofft, aber es gibt denn einen Tipp nicht, der euch zu einem PvP-Gott macht auf Labs. Ihr müsst die Map kennenlernen und damit das gelingt, müsst ihr, wenn möglich, länger überleben. Und diese drei Tipps werden euch lange am Leben halten und darum halte ich die für sehr gut. Damit ihr ein bisschen Map-Knowledge aufbauen könnt, die Ecken kennenlernt, die Dynamik kennenlernt, was Leute gerne machen oder abziehen. Denn wie auf jeder Map, Customs, Factory, überall, man muss die Dynamik kennenlernen und das kann kein Video vermitteln. Das kommt nur durch Erfahrung. Aber ja, das wäre es allgemein zu Labs. Ich denke, ihr findet euch auf jeden Fall zurecht, wisst, wie ihr Raider fighten könnt im PvP. Da braucht ihr ein bisschen Erfahrung, also am Anfang. Könnt ihr das auch ein bisschen umgehen jetzt mit der Map-Knowledge, die ihr vermittelt gekriegt habt und jetzt langsam aufbauen werdet, bis ihr halt die nötige Erfahrung habt und dann könnt ihr ordentlich zurückschlagen und dann habt ihr alle Aspekte von Labs. Ey, das Video war unglaublich lange. Lasst mich wissen, ob es hilfreich war. Falls ja, nicht vergessen, Daumen nach oben. Es hilft dem Channel enorm. Nicht vergessen, abonnieren für mehr und dann sehe ich euch beim nächsten Video oder auf Twitch. Viel Erfolg in euren Raids.